Oggi David, herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt auf dem Kanal. Wir schauen uns Taxi Life City Driving Simulator an. Um was geht es in dem Spiel? Eigentlich sagt es der Titel schon. Wir sind Taxifahrer in der Stadt Barcelona, können da die Stadt erkunden, entsprechend auch unser Taxiunternehmen aufbauen mit Mitarbeitern und Co. Aber primär, wir sind Taxifahrer und schauen uns dabei die Stadt an. Ich bin für mich schon mal ein bisschen testweise rumgefahren. Funktioniert eigentlich ganz gut. Die Stadt sieht auch schön aus. Und ich würde sagen, ich nehme euch da mal auf eine kleine Tour mit, indem wir hier mal eine neue Karriere starten. Profilname, sage ich mal, Bravura. Ne. Setup, was ich gerade gehabt habe, ist ein bisschen komisch. Das Tour ist so links vor mir. Weil das Lenkrad jetzt gerade vor mir ist und das Mikrofon auf der Seite. Ach ja, wenn die Stimme ein bisschen doof sein sollte, dann liegt es daran, dass das Mikrofon ein bisschen weiter weg ist. Unternehmen heißt Blackpaw, das Logo würde ich mal das hier nehmen, Unternehmensfarben passen. Gut, würde ich sagen, gehen wir weiter. Welcome to the vibrant city of Barcelona, where history meets modernity in a symphony of architectural wonders. From the bustling narrow streets of the Gothic Quarter to the breathtaking landmarks the city has to offer, your journey as a taxi driver begins. Feel the sea breeze on your face as you cruise along sun-kissed beaches and embark on an unforgettable adventure. Embrace the spirit of Barcelona and become the most sought-after taxi driver in town. But first, let's get you a taxi driver's license. Ja, das machen wir jetzt sicherlich nicht. Hey there. Das Tutorial ist Welcome relativ langweilig. Da wird dann einfach erklärt, wie man halt mit dem Auto fährt und wie man eine Dreipunktwendung macht, etc. Das tun wir überspringen. Ich habe einen Führerschein, ich weiß, wie das geht. Soll jetzt aber nicht heißen, dass ich sauber fahren werde. Okay, das ist unser Startauto. Wir können da mal kurz die Kamera wechseln. Wir können dann natürlich andere Autos später kaufen, inklusive einen Oldtimer. Den zeige ich euch später. Und in dem Fahrzeug können wir halt alles Mögliche machen, auch wie Fenster auf und zu machen, weil ab und zu die Fahrgäste sagen, ach, mach doch mein Radio an oder hey, mach doch mein Fenster auf oder stell die Klimaanlage anders ein, etc. Das kommt dann noch alles. Also man muss mit denen interagieren. Okay, wir machen mal kurz den Motor an. So. Das kann ich jetzt mit der Maus nichts mehr machen. Ah, jetzt. So, ich mache den Radio ein. Nee. So geht das nicht. Spiel. Hallo. Ich glaube, das hat es nicht so gern, wenn der Controller damit da an ist. Komisch. So, können wir jetzt den Radio mit? Jetzt. Nächster Sender. Nächster Sender. Ja, machen wir das da. Okay, wir brauchen mal den ersten Fahrgast. Hier sind wir noch die ganzen Tutorial-Messages hier. Das ist so der Bereich, in dem wir jetzt momentan hier unterwegs sein können. Ich würde mal sagen, wir holen uns mal den Dude hier. Und fahren zu dem mal hin. Gut. Abbremse raus. Fahren wir mal los. Hier noch. Oh, jetzt funktioniert das Lenkrad nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, was er jetzt hat. Aber er nimmt das Lenkrad nicht mehr. Geil. Wieso? Fängt schon mal echt sehr gut an. Systemeinstellungen, glaube ich, war das. Steuerung. Lenkrad. Ja, jetzt geht auch das Lenkrad wieder. Okay. Ja, rüber oder nicht? So, wunderbar. Was für ein Chaos-Start. Und ich weiß, dass ich in meiner Community ein paar Taxifahrer habe. Die werden die Augen verdrehen, wenn sie das sehen, was ich da alles mache.
mal, ich glaube die nächste dann wieder rechts. Oh, die Polizia. Ich stehe natürlich auf der falschen Spur. Wo ist die Ampel? Ich sehe die Ampel nicht mal. Aber gut, da können wir natürlich einfach die Kamera ändern. Machen wir es mal ganz kurz so. Oh, ich mische mal da rechts rein, bitte. Und da vorne ist dann schon unser erster Kunde. Aber dass er jetzt wieder auf Maus und Tastatur gewechselt hat, das hatte ich jetzt vorher in meinem Test nicht. So. Also mal kurz rein in die Bucht hier. Dudley, bitte einsteigen. Hey there. Moin Sie. So. 1,4 Kilometer. Kein Problem. Aber warum hab ich grün und ihr geht's da drüber? Was soll denn der Scheiß? Ach, die Stadt Barcelona. Oh, die Polizei schon wieder. Moin. Stößt doch mal vorbei. So, hier auch wieder links. Eine Stadt, in der ich noch nie gewesen bin. Oh shit, wir müssen auf die linke Spur. Und ich sehe schon wieder nichts. Ich bin eigentlich auch so mal ein bisschen vorn. Das einzige Negative bis jetzt sind die Motorsounds. Die sind einfach ein bisschen generisch. Also alles andere als authentisch. Aber gibt Schlimmeres. Von den Bewertungen her momentan ausgeglichen. Es wurde sich vor allem beschwert, dass die Fußgänger so extrem oft über den Fußgängerstreifen gehen, dass die KI nicht so geil ist, aber zwischenzeitlich sind entsprechend Patches rausgekommen. Und in den Fahrten, die ich jetzt gemacht habe, war es eigentlich soweit ganz gut fahrbar. Und natürlich volle Lenkradunterstützung auch mit manuellen Gang schalten etc., wenn ihr das wollt. Es gibt auch hier Elektroautos. Das Spiel ist modern. So, was ist da los? Fahrt's weiter hier. Es soll sogar Auffahrunfälle von hinten geben. Zumindest sieht man das auf Steam in dem Promo-Video. Ist mir bis jetzt noch nicht passiert. Wow, wow. Holy shit. Aber die KI bremst ganz schön schnell. So, Kollege, fahr weiter. Hab nicht den ganzen Tag Zeit. Was ich ein bisschen vermisse, ist das Taxometer. Wir haben hier nur diese Geduldsanzeige. Die geht schneller runter, wenn wir uns zum Beispiel nicht an die STVO halten, Unfälle bauen und so weiter. Und natürlich zu lange brauchen. So, da vorne haben wir schon unseren Point zum Rauslassen. Ah, Stadtverkehr. Entweder man liebt's oder man hasst es. Weil man könnte auch sagen, wir sind so eine Art Uber-Fahrer. Ja, der per se ja nicht so dieses Taxometer drin, sondern die App da. Wo das so anzeigt wie hier. Fahrgastnamen. Darf man sogar 70 fahren?
So, Kollege. Abfahrt. Ja, was ist jetzt mit dir? Fahr. Oh. Ist das so vorbei? Mensch, einmal mit Profis. Feature Request, Kamera zurücksetzen. Das wäre wieder was Geiles, wenn man es einmal verändert hat. Wobei, ich kann nochmal in den Einstellungen nachschauen, ob es da in die Richtung was hat. So, da vorne muss er hin, unser Kollege. Okay. Bye. Ciao. Viel Spaß in Barcelona. Schwierigkeitsgrad normal, Bewertung 4 Sterne nur. Oh, was soll denn das? Und jetzt könnte man gerade direkt den nächsten Auftrag übernehmen. 187 Euro für eine Fahrt. Länge kurz. Martin Tejero. Ah ja, was soll's. Wollen wir immer ab. Da links wäre eine Autowerkstatt. Da könnten wir eigentlich auch gerade mal vorbeischauen, damit wir uns die Autos ansehen können. Es ist, glaube ich, auch die Stelle, wo man hier im Tutorial startet. Das heißt, wir fahren mal ganz kurz in die Werkstätte hier rein. So, einmal da rein. Wie sind Sie da? Okay. Ja, dann müssen wir das anderweitig machen. Wie gesagt, sorry, wenn ihr das Lenkrad oder so hört. Geht gerade aufnahmetechnisch nicht anders. Ach, der Dude ist da gerade links. So, Kollege. Also die KI fährt schon ein bisschen komisch. Ich bin ja persönlich nicht so Stadtautofahr-Fan. Gerade zum Beispiel in Zürich, da willst du einfach nicht Auto fahren. Es ist einfach nur Stillstandmanagement. Junge, es ist grün! Fahr! Auf was wartest du? Nice Haarhupe. Ja, toll, jetzt ist wieder auf Rot zurückgegangen. Einmal mit Experten. Kann wieder warten, bis über das ganze Verkehr wieder weg ist. Alter, jetzt fährt er. Wir warten nicht mal. Da würde man sagen, die untere Spur. Ne, wobei, macht eigentlich gar nicht so viel Sinn. Nehmen wir mal mittlere Spur. Die wollen nach links, er will geradeaus fahren. Ach ja, der Tank hält halt überhaupt nicht lang, man muss relativ oft tanken. Das habe ich leider auch schon mitbekommen. Das ist ein bisschen ein Minuspunkt. Ready. So. Hier noch links. Ah, oh, das Lenkrad. Ich werde den Typen nicht los. Weiter geht's. Da wären wir ja.
19 Dreiergruppe, so wie es aussieht. Hallo? Einer? Nee. Okay, gut, wo soll es hingehen? 1,83 Kilometer. Müssen wir auf eine andere Spur kommen. Drängen wir uns da mal rein. Ja komm, fahr rein. Ich will mal nicht so sein. Ja, fährst du jetzt rein oder nicht? Ja, dann halt nicht. Alter, dieser beschissene Van. Ich sag's euch, Stadtfahren macht mich aggressiv. Geh mir aus dem Weg, Dude. Ja, natürlich. Ja, fahr doch runter. Mach schnell weg. Meine Geduld ist schneller vorbei als wie die vom Fahrgast. I'm so grateful for taxis. My legs are extremely sore. Oh nee, jetzt macht er das schon wieder. Nein. Wenn ich sobald ich mit der Maus klicke, dann fängt er halt an, dass er die Steuerung umstellt. Ach, wieso? Oh, Controller, Lenkrad. Gibt's jetzt hier irgendwas, um die Kamera zurückzusetzen? Zurückschauen, nach vorne lehnen, Radialmenü. Nee. So, und jetzt kann Unfall bauen. Ja, ich gehe jetzt mal nicht auf das ein, weil ansonsten kann ich nicht mehr steuern. Oh, Unfall. Autsch. Sieht ja heftig aus hier. Holy shit. Kurz von außen angucken. Okay. Ah, oh, es geht wieder weiter. Entschuldigung. Scheiße, das macht man nicht. So, 70 hier. Die Ampel mal wieder nicht. Ah, cool. Ja, ich bleib mal hier drin. Ja, wobei, das ist auch eine schlechte Kamera an sich, weil ich da den Rückspiegel nicht drin habe. Aber nach diesem Fahrgast werden wir mal in die Garage reinfahren und dann fahren wir mal ein bisschen Cabrio. Kilometer. Sollte nicht mal allzu lang dauern. So, wunderbar. Ich würde es eigentlich noch ganz gut finden, wenn die Kamera so ein bisschen rauszoomen würde. Damit ich sehe, was da so als nächstes kommt bezüglich Abbiegen. So, bleiben wir mal so stehen. Dass ich Kamera sehe. Ah, genau, Kamera. Ampel. Ah, diese scheiß Vans. Okay, GPS meint ein bisschen weiter nach links, aber nee, mache ich mal nicht. Oh, Kreisverkehr-Action. Das wird super. So, einmal schön rum. Ja, es läuft doch. Da hat man schon mal eine Tankstelle für später.
So, meine Damen und Herren, wir wären dann mal da. Thanks, have a nice day. Noch drei. Okay, wunderbar. Nee, als nächstes fahren wir mal in die Garage. So, schauen wir mal ganz kurz auf die Cordy. Die nächste Garage wird da. Die kann ich aber irgendwie nicht anfahren. Das sind Radarfallen hier drin. Da ist jetzt gerade der Unfall. Oh, warum kann ich da nicht zur Garage? Wegpunkt hinzufügen. Alle Wegpunkte streichen. Das wäre B. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Okay, das Tastatur funktioniert. Ah. Lenkrad geht noch. Ja, da kann ich ja ruhig ein bisschen aggressiver fahren. Jetzt, wo kein Dude hier drin ist. Also Sachen wie das Graffiti da links, das kann man da entdecken. Ist ein Achievement. So, Ampel. Sehr gut. Yeah. Gehen Sie mal rüber, liebe Leute. Und da links müsste dann gleich die Garage sein. Jo. Drücke X, um in die Garage zu fahren. Okay, funktioniert. Okay, willkommen in der Garage, bla bla bla. Also, da haben wir jetzt hier den Zustand von unserem Fahrzeug. Da könnte man theoretisch auch hier tanken. Machen wir einmal hier voll. Dann Autos. So, einmal weiter. Es gibt hier unterschiedliche Autos, die man hier kaufen kann. Also das Teil. Ich weiß nicht, einfach nicht schön. Ja, mit so einem Tesla kann ich mich anfreunden. Absolut gar nicht. Ja, kann man machen. Mercedes kann man auch machen. Es wäre irgendwie schön, wenn wir da ein bisschen mehr Autos hätten. Aber ich würde sagen, als nächstes werden wir mit dieser Schönheit hier fahren. Und alle Fahrzeuge hier über Teile, ja, können wir dann hier noch anpassen. Also, dass wir hier entsprechend Upgrades hier drin haben und auch optische Sachen. Dabei Individualisierungen, zum Beispiel mit so LEDs hier unten drin. Warum auch nicht? Das ist bestimmt legal in Barcelona. Ausruhen. Ausruhen, wie hätte ich schon gesagt, unter Fahrer. Hätten wir die Upgrades hier drin, wo wir hier die Fähigkeitspunkte vergeben können. Statistik, sagt die Statistik und Verwaltung, wäre dann, wenn wir hier unsere eigene Firma hätten. Ich würde sagen, ich starte mal ganz kurz einen Spielstand, wo ich absolut nicht gecheatet habe, damit ich Geld und so weiter habe. Damit wir mal mit diesem anderen Fahrzeug fahren können. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, einen kleinen Cheat später bin ich wieder in der Garage und habe jetzt ein bisschen Geld und wir können ein bisschen Spaß haben. Ich würde gern diesen Oldtimer hier kaufen. Sehr gut. Und den passen wir natürlich an. Individualisieren. Ne, Moment mal, Autos. Ich hätte gern als aktiv. Ne, Moment. Als aktiv, ja, genau, individualisieren. Gehen wir erstmal innen. Die Polsterung, würde ich mal sagen, hier in diesem Rot. Was kann man da noch machen? Ich würde mal sagen, Holzhebel, das passt. Armaturendekoration. Gibt es auch irgendwas? Naja, ein Hut. Oh, kleiner Drache. Ich weiß nicht, so. Ja, ich nehme den kleinen Drachen hier. So, außen, Karosseriefarbe. Da gibt es hier alles Mögliche. Ich glaube... das sieht geil aus. Kann ich das drehen hier? Nee, aber wir nehmen mal das hier. Dann die LEDs unten in Rot, selbstverständlich. Taxischild. Ich würde sagen, passt das da ganz gut. Heckspoiler.
den man kaum sieht, aber gut, nehmen wir mal den hier. Und die Felgen. Ja, irgendwas Retro-mäßiges. Ja, nehmen wir das hier. Okay. Das wär's soweit mit dem Anpassen hier. Was für eine geile Kiste. Ja, damit will ich jetzt Taxi fahren. Oh, geil. Hammer. Okay, gut, gut, gut. Also, als erstes mal Motor ein. Und natürlich. Wir machen einen auf Cabrio. Ah, sehr geil. So, Licht schalten wir mal an. Wischer braucht man nicht. Radio machen wir an. Ja, machen wir so. Kannst du mal kurz kontrollieren. Sehr geil. Okay, einmal kurz auf die Karte. Wir brauchen jemanden zum Taxi mitnehmen. Nehmen wir mal den Dude da. Okay. Achso. Handbremse noch drin. Wie schauen wir hier aus? Das schaut mal gut aus. Und dann machen wir vielleicht etwas leicht Illegales. Ah, shit, da können die etwas auch kommen. Da haben wir jetzt kein Dude bei uns drin. Ah, Handbremse. Ja, also so könnte ich jetzt die ganze Zeit nach Barcelona durchfahren. Schönen guten Tag. Oh, die Bremsen sind kacke. Das reicht dir das jetzt nicht? Oh, kommt schon. Ah, machen wir das mal kurz anders. Ne, rückwärts bitte. Ah, so umständlich. Es gäbe sogar eine Rückfahrkamera. Okay, das hat gereicht. Moin. So. Da kommt keiner auf der Spur. Los geht's. Ja, 70 schon gesagt. Junge, hier ist 70. Gib mal gar. Wow, 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 wow. Ja, und auch noch Hupen hier. Da sind wir genau die richtigen hier. Oh, shit, wir müssen da rechts. Okay, ich bin in keinen reingefahren. Aus. Wow! Alter, du Arsch! Okay, sanft über den Hügel drüber. Ja, doch. Wenn es mit YouTube nicht läuft, dann fahre ich so Taxi. Sehr cool. Weil so ein alter Ford Mustang wäre auch geil. Nur dass der Spritverbrauch ein bisschen extrem wäre. Da müssen wir jetzt echt durch diese engen Gassen hier fahren. Ja. Ich glaube, bei 30 geht der Tempomat. Das Auto hat natürlich in der Vergangenheit einen Tempomaten gehabt, ist ja klar. Oh. Aber die Bremsen sind total beschissen. Da muss man ein bisschen vorausschauend fahren mit dem Auto hier. Aber ansonsten so von der Performance und so rein von der Optik, muss ich sagen, sieht das Spiel eigentlich ganz gut aus. Läuft auch gut.
Gut, ich habe jetzt nicht den besten Referenz-PC, wenn es um die Leistung geht. Aber wie gesagt, das läuft bei mir. So. Das kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass ich das ein bisschen zur Entspannung nebenbei ein bisschen baue. Boah, ich frage mich, wie sehr Entspannung das ist, wenn ich mich dann über den Verkehr so aufrege. Oh, holy shit. Da noch einer? So. Ja, beruhig dich. Alles gut. Und wenn ich so fahre, glaube ich, kommt mal kein Request zum Fenster aufmachen. Oh, sorry, ihr müsst so ein bisschen warten. Can you turn down the volume? Na ja. Thanks. So. Einmal rechts Runde. Ach da, fahren wir drüber. Mensch. Ja, der nächste Unfall hier. Neue nicht Auto fahren. Und da vorne haben wir schon unser Ziel. Hey, wie wissen du, dass ich da reinfahre? Ach so. Ja, okay. Wenn das erlaubt ist. Ja, sehr gut. Ah, ich würde sagen, eine Tour fahren wir noch. Ja, jetzt müssen wir noch hier wieder rauskommen. Und Gott, keiner. Söderle. Los geht's. Jetzt auf einer Linksabbiegerspur. Na, was bremst denn du? Ich muss unbedingt die Hupe belegen. Ich glaube, rechts von mir. Ja, genau, da ist ein Auto. Aber nicht ganz so schlau, wir müssen nach links. Macht sie das absichtlich? Ah ja, die lieben Fußgänger wieder. Ja, was kann ich hupen, wenn es vor mir nicht weitergeht? Warte mal. Ja, geht doch weiter. Dieser Stress hier. Interessant. Ach scheiße, der wäre hier gewesen. Das passt schon. Da wäre da zwei Kollegen. Oder? Sind zwei. Ah, drei sogar. Ja, passt. Fahren wir mal. Herzlich willkommen in der Partylimousine hier.
Also wieder die Straße runter. Ja, ich denke, das wird schon Spaß machen, wenn man das dann hier öfter fährt, dann hochlevelt, die ganzen anderen Bereiche von Barcelona freischaltet. Ja. Ich bin mal auch am Überlegen, ob ich nicht wieder mal, was heißt, wieder, ob ich nicht mal ein Mini-Let's Play von ATS anfange, American Truck Simulator. Ich liebe das dicken Brummer von Amerika. Hätte ich schon irgendwie Bock drauf. Shit, wir müssen nach rechts. Da habe ich gerade frei. Sehr. Automatisches Zurückstellen von der Kamera, das würde ich echt feiern. So, wir werden da, liebe Leute. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Fahrt. Das Auto ist einfach geil. Okay, das soll es mal gewesen sein vom Angezockt. Außer ihr sagt, ach komm, bravo, fahren ein bisschen mehr in Barcelona, dann mache ich das mal. Weil das Spiel werde ich mal auf alle Fälle behalten und für mich auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen rumfahren. Hat was, vor allem in dem Auto da. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.